Valerie, ich habe dich eingeladen, hier eine Ausstellung in der Galerie Pankow zu veranstalten. Du bist Malerin, du setzt dich in deinem Werk mit der Aura des Künstlers, mit der Rolle des Künstlers in der Gesellschaft auseinander. Also meine Erwartung war natürlich, also hier Bilder von dir zu sehen. Du hast eine andere Idee entwickelt. Du nutzt die Galerie als Plattform für ein Projekt mit dem Thema, zum Thema Exil. Was verbindest du eigentlich mit diesem Projekt, mit der Idee dieses Projektes? Ja, also dann habe ich mich erlaubt, etwas zu schreiben, weil es ist ganz trotzdem mehr komplex, als ich gedacht habe, als einfach improvisieren. Und deswegen will ich dich erstmal herzlich bedanken für die Einladung. Also ich wollte diesmal ein anderes Projekt als nur Bildern an Wand zu hängen, eine Eröffnung gemeinsam teilen und dann zurück ins Studio. Ich wollte eine Ausstellung realisieren, die nicht am Eröffnungstag endet, sondern sich im Gegenteil von Tag zu Tag entwickelt. Was mich interessiert, ist die Entwicklung sowieso. Von den ersten Ideen bis zum Ende der Erschöpfung. Besonders auch des Prozess des künstlerischen Entscheidung. Eine Lehrausstellung an die ersten Tage zu zeigen, was eigentlich meine erste Idee? Nichts. Für diese Ausstellung habe ich mich auch auf meine Vergangenheit verlassen, nämlich meine Reise von einem Land in ein anderes, um diese Kunst der Malerei zu verstehen. In diese Fragen besser zu untersuchen, habe ich einige Künstlerinnen und Künstler einladen und gefragt, die genaue wie ich nicht von ihr kommen und mit mir darüber zu diskutieren. Also zu diskutieren, warum bewegen wir uns? Für welche Ursachen sind wir bereit, eine Quelle zu verlassen, um was zu gewinnen? Wir werden unter die Nuancen zu erkundigen. Das ist einfach ein großer Teil der Ausstellung, die ich Exil nenne. Weil, wie gesagt, das ist dann ein großes Thema. Ja, ein großes, ein wichtiges Thema. Natürlich. So, Berlin ist schon immer Schmelztiegel für Kulturen, für viele Kulturen gewesen. Du hast eben gesagt, du hast Künstler und Künstlerinnen eingeladen zu Gesprächen mit dir. Eins wird am 12. Also November, also am Donnerstag stattfinden und eins in der kommenden Woche am 19. November, magst du noch mal sagen, mit wem du da noch reden möchtest? Unbedingt, das habe ich auch vor, war ein bisschen später in meiner Rede, aber das kann ich gern jetzt machen. Ich einverstanden mit der Pouliniere zu spielen, die ich ein bisschen später darüber reden werden will, sind für Donnerstag übermorgen Asana Fujikawa und Tris Uadai. Und dann nächste Woche, Donnerstag, 19. November, ist Anna Shapiro, Robert Gabris und Vanna Karamayounas eingeladen auch. Und die kommen, wie man klingt, die Name und viele andere Seiten des Welten. Und die haben bestimmt auch was mit uns zu mitteilen. Wir freuen uns schon sehr auf diese Gespräche. Ja. Die innerhalb des Projektes hier in der Galerie hast du unterschiedliche Räume entwickelt, also auch unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Räumen gesetzt. Für einen Raum hast du explizit für diese Ausstellung das Bild der Kosmos gemalt, ein wandfüllendes, raumbestimmendes, wunderbares Gemälde, das uns also sehr beeindruckt hat, als es hing. Ja. Was war die Idee für dich, also dieses Bild für diesen Raum so zu malen? Also heute Morgen habe ich so geschrieben, was ist ein Parallel? Ich habe eine unwahrscheinliche Parallel gemacht, in der ich ein großes Bild gemalt habe, das einen imaginären Kosmos darstellt. Also zu Parallel auf die Exile von den Menschen, das kommt danach, es nimmt eine ganze Wand, wie du gerade gesagt, wie eine Art von Fenster in der Unendlich.
en pensée, eine Pensée für unsere zerblichen Planete, der uns beheimatet. Sehr schön. Irgendwie, ja. Vielleicht sind auch wir im Universum im Exil. Besonders, wenn etwas bei uns schief laufen sollte. Wer weiß. Ja. Also ich bin nicht pessimistisch, aber ich meine, wir haben viel nachzudenken, denke ich. Ja. So, deswegen kommt dieses Bild genau so mit in Anladung mit andere, die andere Künstlerinnen und Künstler. Ich komme zurück für die Schwerpunkt von der Poulinière und für die Künstlerinnen und Künstler. Ich bat sie, mit einem ihrer Werke zu kommen und zeigen sie in den Räumen mit Hilfe der Poulinière, der Zustute, das man so auch, wie nennt man, wie bei der Entwicklung eines Idee, das Zustutzobjekt bzw. la Poulinière gibt den Begriff der Wahl und den Zufall zu reflektieren. Mit der Hilfe des Glückrad wird entschieden, wo und wie lange kann dieses Werk in der Ausstellung bleiben. Dokumentieren auf humorvolle Weise, aber vielleicht doch nicht, des Entscheidungsprozesses. So. Jetzt bin ich was drei. Ich gehe jetzt vier. Du hast zu der Poulinière hast du dazu also auch eine große schwarze Wand entwickelt, die du dann also auch als Grundlage nehmen möchtest für eigene Zeichnungen. Genau. Die Poulinière ist auch da wieder bestimmt, also für Zeitraum, für Dauer der Entstehung von den Zeichnungen. Kannst du das noch ein bisschen konkreter beschreiben? Ja, unbedingt. Da bin ich auch gerade auch dabei. Also. Ach, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Teil des Entwicklungsfahrens ist auch eine Tafel, deren Kreidezeichnungen regelmäßig gelöscht werden. Die Poulinière spielt wieder eine Rolle. Die Unterlegescheiben geben mir die ausführenden Themen und die Dauern an. Die Position des Ausstellungszuschauers, der je nach Tage nie dieselbe Ausstellung sehen wird, das ist auch eine Möglichkeit, aber das war vor der Corona. Jetzt wissen wir nicht, ob das, aber das bleibt geheim, aber das wird so und so sowieso gemacht und dokumentiert. So oder so. Die letzte Raum zeigt eine Vitrine mit der Geschichte der Poulinière und ihre Dokumentation. Die erste Poulinière, zum Beispiel von Paris 1998, Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Die Poulinière spielt in deinem künstlerischen Werk ja schon sehr lange eine besondere Rolle. Ne? Es gibt jetzt drei Poulinières, die Ur-Poulinière, die Reise-Poulinière, die in Raum 3 jetzt zu sehen ist, und die Poulinière, die du jetzt also explizit hier für die Ausstellung entwickelt hast. Ja? Ja. Um das nochmal. Das stimmt, das bist du sehr. Ja. Und es gibt eine vierte, die dann einen Wartungsstartenblock für eine etwas im Studio. Aber so. Aber ja, das stimmt, die Paris-Poulinière ist jetzt dokumentiert, ganz wenig, aber trotzdem da, weil es ist die Ursache für ihren Namen. Also Poulinière, die Zuchtstute, ist die Frau von den Pferdehengst. Und das ist auch eine Antwort von einem Ready-Made von Marcel Duchamp. Genau. Und das ist auch wichtig, das zu nennen. Diese Ready-Made heißt in Französisch Le Maître Étalon. Also der Pferdehengst Metter. Und da die Poulinière ist rund, also ganz weiblich und so weiter, und gibt so viele, viele Möglichkeiten. Was bei der Ready-Made von Duchamp, es ist ein Statement. Also, ja. Voilà. Und das ist auch, weil Marcel Duchamp ist ein großer auch Bernfuss Künstler für mich. Er ist auch ein spitze Maler, nicht vergessen. Das ist auch. So, und mit dem Reisenden Poulinière, die da auch gezeigt ist, ist auch eine Poulinière, die ich noch benutze, wenn ich unterwegs bin. Und das macht mich Aufgabe bleibt im Spiegel. Also so. Und zu beenden, in einigen Minuten öffnen wir das erste Büro des Suizid. In Anwesenheit von Geraldine Spiekermann und Thomas Macho, die ich später
werden dann. Ihr werdet euch gleich unterhalten. Ja, ja, ja. Eine Improvisation des Austauschs zwischen uns zum Thema Selbstmord, hoffe ich, aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, und meine Wohnzimmermöbel wird jetzt installiert, weil das wird auch das Büro de Suicide und der Platz, wo alles die Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern stattfindet. Wo auch die Gespräche stattfinden. Ja, genau. Das sind Möbel aus deinem Studio, die wir hierher geholt haben. Genau. Und wir öffnen jetzt das Büro, in dem die gestellt werden. Genau, zur Benutzung freigegeben werden, sozusagen. Jetzt bin ich im Campingplatz. So, und ich möchte vor, wir abschieden uns, also für eine kurze Zeit, ich möchte noch herzlichen Dank sagen an das ganze Team, von der Banco-Team. Das war eine fantastische Zusammenarbeit, eine fantastische, ja, und es fängt an. Also ich meine, das ist normalerweise die Anfang des Ausstellungs muss fast leer sein. Das ist der Fall, aber was für eine verdammte Arbeit war hinter steckt. Und ich bedanke mich wirklich, wirklich herzlich. Voilà. Dankeschön, Valerie. Es hat uns auch bislang große Freude gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wir haben große Erwartungen auf das, was sich jetzt noch entwickelt über die Zeit, die dieses Projekt hier bis Mitte Januar, bis zum 17. Januar gehen wird. Dann würde ich sagen... Okay, dann guten Abend. Wir öffnen heute Abend für das erste Mal das Büro des Suicide. Berlin, Hannover, Paris. Und jetzt, wir sind heute Abend in Berlin. Und wir haben als Gast Geraldine Zwickemann und Thomas Macho. Voilà. Ich würde erstmal euch ein bisschen so sagen, wer ihr seid. Und ich fange mit... Geraldine Zwickemann ist Doktor Philosophie, lehrt in Universität Potsdam, Institut für Kunst und Medien. Mit Beate Sündigen hat sie ein Buch erschienen 2008, Tränen in der modernen Kunst, die Einführung und ein sehr, sehr interessanter Text geschrieben. Und dann noch auch in 2019 ein anderes Buch, wo sie auch mitgeteilt hat mit einem Text, zwischen Virginitas, Voluptas und Verstirnung. Der Titel des Buchs heißt Der Mythos Europa. So, und wir haben uns kennengelernt in Berlin. Mhm. Voilà. Danke. Und Herr Thomas Macho, Professor Dr. Philosoph Herr Thomas Macho, ist Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Und unter viele Publikationen hat er als Autor das Leben nehmen, Suizid in der Moderne. Das ist eine Art fabelhaft, wenn man so sprechen darf mit diesem Thema, Buch, sehr inspiriert. So, und unter andere Bücher, also, aber das könnt ihr eben sehen bei seiner Website oder in Wikipedia, aber hat er auch Verträge und Texten und beziehungsweise zwei Texten über Hugo Ball. Und das hat uns auch verbinden. Voilà. Vielleicht besprechen wir da heute Abend auch, weil es gehört auch zum Thema Suizid, wer weiß. So, aber ich werde eine... Für Anfang auch dieses Büro noch zwei kleine Sachen, ein Zitat erstmal und dann, warum die Thema Selbstmord hat mich so interessiert. Ich fange mit dem Zitat, weil ich finde, das kann man gut
anfangen. Der Zitat kommt von deinem Buch, Thomas. Sterben ist eine Kunst, wie alles andere auch. Ich kann es besonders gut. Silvia Plath. Bilder neuen Toten, Suizid in der Kunst. Das war der Kapitel. Wo steht dieses Silvia Plath Zitat? Und ganz kurz über mich, die hat nichts zu tun mit dem Gedicht und die Tod und alles, aber ich bin Malerin. Aber das Selbstmord hat mich immer fasziniert. Ich habe mehr als 120 Bilder in dieses Thema gemalt und ich wollte das Thema erweitern, indem ich sie beide einlud an der Eröffnung des Büro des Suizid in Berlin teilzunehmen, etc., etc. Voilà. Weil es gibt ein Objektiv vor allem Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Dichterinnen und Dichter, um das Thema Suizid, also das Thema, wie man kann das Romantikweg einen Abschied machen, das macht Sinn. Aber wer macht das und wer auch nicht macht? Picasso hat sich eine großartige Künstler und das gelebt. Ist das ein Hommage an das Leben? Also ich denke, das Büro des Suizids ist doch ein Hommage ans Leben, aber man soll das sehen mit einem anderen Blickwinkel. Was denkt ihr? Georges Bataille hat mal gesagt, dass eine orgiastische Todesbejahung eigentlich viel besser ist, als stupide am Leben festzuhalten und stumpf zu leben. Also könnte man dem zustimmen, wenn man Georges Bataille zum Beispiel mit ins Boot nimmt für dieses Gespräch. Also er hat es tatsächlich so gesagt, dass man eben tatsächlich dann den Tod eigentlich, wenn man ihn so versteht, viel besser das Leben versteht über diese Todesbejahung und indem man das quasi positiv wendet. Also das wäre zumindest eine Möglichkeit, aber vielleicht spiele ich Ihnen den Ball zu. Ja, das ist natürlich tatsächlich eine Möglichkeit, die man bei Bataille ja so sehr auf die Überschreitung, die Verschwendung, den, sozusagen das Sich-Verschwenden auswahl. Mir ist jetzt gerade nochmal, weil wir schon bei Zitaten sind, eingefallen, dass die Zeitschrift La Revolutionssocialiste ihre zweite Ausgabe vom Januar 1925 schon dem Thema gewidmet hatte. Da haben die eine ganz große Umfrage veranstaltet zur Frage, ob der Suizid eine Lösung sei. Und haben da, glaube ich, an die 60 Antworten zusammengetragen. Und fast alle der Antwortgeber kennt man auch heute noch. Da sind ganz prominente Surrealisten dabei, und Autoren, Schriftsteller, bildende Künstler. Kokosch hat eine Zeichnung eingeschickt, More Men More heißt die, also ich selber tot, und da hat er sich als Toten gezeichnet. Man Ray hat mitgemacht und ich weiß nicht, also es gibt eine riesige Liste von Namen. Und Breton selber hat die Umfrage mit einem ganz kurzen Zitat beantwortet. Und das Zitat lautet ungefähr so, ich kann es leider jetzt nicht auf Französisch, aber in deutscher Übersetzung lautet es ungefähr so, das Wort Selbsttötung, Selbstmord ist schlecht gewählt. Derjenige, der tötet und derjenige, der getötet wird, ist niemals dasselbe. Und das war für mich sehr inspirierend, weil man gedacht hat, es sind immer zwei. Ich bin dann sehr viel später im unveröffentlichten Nachlass von Elias Canetti auf den Satz gestoßen, das schreibt er, glaube ich, 1951 oder so, jeder von uns hat seinen Zwilling, der ihm mit Selbstmord droht. Sozusagen der Zwilling, man könnte vermuten oder auch Vermutungen darüber anstellen, an wen er gedacht hat, aber eigentlich ist es in ihm selber auch. Es ist sozusagen der eigene Zwilling, der immer sagt, du musst aber nicht leben, du kannst auch anders. Und diese Idee, über den Suizid nachzudenken, die finde ich, liegt nahe an dem Thema Lebensbejahung durch den Tod. Mhm. Also es ist eigentlich eben keine Lebensverneinung in dieser Form von Todesbejahung, wie sie auch Georges Bataille formuliert hat, sondern es ist eher auch eine Form von Lebensbejahung, aber in einer ganz bestimmten Bedeutung. Ja.
Also ich finde auch, dass Bataille eine gute Kollege da kann auch auf diese, auf diese Gespräche reintun. So. Wobei Breton ihn ja nicht so geschätzt hat. Also. Ja, aber bon, das ist immer so, das Gute, die guten Stiere, dass sie so auch denken so, die anderen denken so. Aber ich denke an Camus zum Beispiel, der auch in dieser Zeit auch geschrieben hat, in der Sisyphus. Buch, die erste Seite ist nur über den Suizid und das ist ja. Die Philosophie kann nicht ohne den Suizid denkbar. Also das ist so auch, natürlich ist sie vielleicht nicht, aber ist auch gestorben, nicht Selbstmord, aber hat einen Unfall, unglaublich. Er war auch nah von den Geschwistern, Geistliche, wer weiß. Aber das ist super spannend, so sehen wir jemanden wie Camus, gleich in der gleichen mehr oder weniger Epoche wie Bataille, oder die Ende des Surrealismus also sich beschäftigt. Was? Es gibt eine ganze Menge von Autoren, Autorinnen im 20. Jahrhundert, die dieses Thema behandelt haben und darüber geschrieben haben. Die Existenzialisten gehören natürlich dazu. Sie hatten allerdings zum Suizid selber immer so ein bisschen gebrochenes Verhältnis. Also sowohl Sartre, der ein Riesenkapitel in Lettre Lénéant über den Tod schreibt, auch mit der Überschrift Mein Tod, aber dem Suizid gegenüber dann doch mit einer gewissen Skepsis reagiert. Und bei Camus ist es letzten Endes ja auch nicht anders, weil sein Sisyphos ja zum Schluss dann doch ein glücklicher Mensch sein soll. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, also der in der immer wieder wiederholten Anstrengung des Lebens eigentlich sein Glück findet und nicht in der Beendung des Lebens. Und das ist interessant, dass die Existenzialisten das vielleicht gar nicht so stark in den Vordergrund gestellt haben, wie einige Autoren, die ich denke zum Beispiel an Paul Ludwig Landsberg, der ein Buch über den Suizid geschrieben hat. Oder natürlich später dann Jean-Henri, der Hand an sich legen geschrieben hat und so. Die eigentlich nicht zum Existenzialismus gehören, die aus einer Position der Nüchternheit und das tun. Oder Hermann Burger, der den Tractatus Logicus Suicidalis geschrieben hat und tatsächlich, das ist eine Nachricht, die mich nochmal sehr verwundert hat. Burger hat Ende der 70er Jahre eine Novelle geschrieben, eine größere, über einen Zauberer, der von der Bühne abtritt und seinem Mäzen nochmal einen Abschiedsbrief schreibt. Der Zauberer heißt Diabelli, der Mäzen heißt von Kesselring, Baron von Kesselring, und dem schreibt er Abschiedsbrief. Und in diesem riesigen, langen Abschiedsbrief steht dann drin, dass er davon träumt, zum Ende seiner Karriere sich selbst wegzuzaubern. Okay. Und 10 Jahre später wird Burger eingeladen für die Zeitschrift Migros Brückenbauer. Das ist so eine Art Magazin des Migros-Konzerns in der Schweiz. Da haben die so alle möglichen Künstlerinnen und Künstler zu Fotoessays eingeladen. Und dann macht Burger einen Fotoessay, sich selbst wegzaubern. Auf jedem Foto ist ein Stück von ihm verschwunden und am Schluss sieht man nur noch die leere Wand. Und Migros hat das natürlich angenommen. Was sie aber nicht wussten, war, dass er sich eine Woche nachdem er das abgegeben hatte, tatsächlich das Leben genommen hat und sie dann sozusagen diesen Fotoessay gleichzeitig als Nachruf veröffentlicht haben. Künstlerinnen und Künstler, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Malerinnen und Maler haben nach statistischen Kriterien ein sehr, sehr hohes Suizidrisiko, könnte man sagen. Aber das hat nicht den Grund, dass sie alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger oder psychisch labile Persönlichkeiten sind. Das wäre so ein Vorurteil, was man rasch zum Ausdruck bringen könnte. Sonst hat eher viel mehr was damit zu tun, dass sie gelernt haben, das Leben selbst auch als Kunst zu sehen. Mhm. Ja. Und wenn man sein Leben wie ein Kunstwerk sieht, dann muss man es eben auch vollenden. Oder so wie es Orland zum Beispiel plant, die französische Künstlerin, die plant ja tatsächlich, dass ihr Körper nach ihrem Tod auch dann als Museumsobjekt in einem Museum verbleibt und eben nicht beerdigt wird oder eingeäschert wird, sondern tatsächlich dann, das wäre die logische Konsequenz. Genau, ja. Dass man irgendwie präsent bleibt. Oder Abramovic mit ihren 3 Teil in 3 verschiedene Orte, das ein Grab, also 3 Graben und so weiter, also dass sie auch an... Also Unsterbliche, aber doch, aber wo und wie und was und so. Das ist ein,
super, ja, das stimmt, aber es ist natürlich, wie die künstlerische, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind auch proeminente Personen, mehr als die Alltagspersonen, die sich auch, bestimmt auch, Selbstmord machen. Aber bon, natürlich ist es nicht der Thema, aber es ist sehr viele, trotzdem, aber wir will davon nicht viel wissen, weil unsere Gesellschaft ist extrem so moralistisch, und da kam so von Wittgenstein, habe ich neulich auch von ihm was gelesen. Der war total dagegen, aber er hat sich selbst getötet. Also Wittgenstein so. Nicht. Nee? Aber seine ganzen Brüder. Ja, voilà, die Brüder. Voilà. Ja. Pardon. Wittgenstein hatte mehrere Brüder, und die haben sich alle das Leben genommen. Ja. Also zu unterschiedlichen Zeitpunkten und natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen. Ja, das stimmt, pardon. Wir sind große Familien, sehr reich. Ja. Ja, aber eine sehr große Familie. Man spricht oft auch bei dem Surrealismus und so, ist sehr eine Quelle, französische Quelle. Ist es, ich will mir auch nicht die Karte, die Mappe öffnen und teilen mit Ländern, das ist das, wir sind jetzt in Deutschland, das ist jetzt passiert so bei dem Surrealismus-Mouvement und so weiter und so fort. Aber gibt es eine Art von Gedanken oder so, eine französische Seite mehr spezifisch über diese Akte Selbstmord zu in der Kunst oder so, oder nicht Besonderes? Ja, also es gibt natürlich eine französische Tradition der Reflexion über den Suizid. Das ist einerseits tatsächlich natürlich durch den französischen Existenzialismus ein Stück weit mit beeindruckt, aber natürlich auch durch den Surrealismus und durch Autoren und Autorinnen, die in diesem Kontext geschrieben haben. Und es gibt vielleicht sehr viel mehr an so kleineren Reflexionen, als man jetzt sozusagen in den großen philosophischen Werken suchen würde, bei Paul Valéry oder bei René Grevel oder Blanchot natürlich, bei Maurice Blanchot, der sich auch ganz viel mit dem Verhältnis von Tod und Kunst auseinandergesetzt hat. Aber ihr habt in Deutschland eine riesige Geschichte mit dem Romantismus, also da auch davor, also ich meine, vielleicht die Epigonen sind die Französen, aber davor gibt es die Keller, wo es alles passiert, die Küche, so, wo man so nennen kann oder darf, so. Mit dem großen deutschen Romantismus, manchmal so, genau. Ich weiß so sehr. Die deutsche Romantik als Labor des Suizids. Labor, ja, ich weiß nicht, so ein paar davon sind sie auch. Ich weiß es nicht. So. Das ist ein großer Reflexionsraum, der da schon eröffnet wird, das ist klar. Also das fängt schon in der Frühromantik an, bei Novalis, der eben die Selbsttötung plötzlich als den eigentlichen philosophischen Akt beschreibt und so. Das ist tatsächlich auch eine deutsche Tradition. Also wenn ich mich nicht täusche, hat Novalis, glaube ich, auch gesagt, der Tod ist aller Leben Anfang. Also er hat es eigentlich umgedreht, weil es man in der christlichen Tradition eigentlich auch so hat, sobald man geboren wird, ist die nächste Gewissheit, dass man sterben wird. Man weiß nicht wann, aber man weiß dass die nächste Gewissheit ist, nachdem man geboren ist. Und gerade in der deutschen Tradition haben wir auch diese ganz starke Auseinandersetzung mit diesen Totentanzbildern. Also im Mittelalter hatte man ja noch stark diese Personifikation des Todes, die dann als Skelett, als Transi, als Toter da ist. Und in einem dieser frühen Totentänze haben wir eigentlich dieses Motiv, dass Manuel Deutsch sich zum Beispiel ganz am Ende des Totentanzes als Maler selbst ins Bild setzt. Und der Tod greift von hinten, der kriecht so an ihn ran. Das letzte von allen Stationen im Totentanz werden ja alle dem Tod vorgeführt. Also angefangen von den Geistlichen, den Toten, den Kaisern, den Königen bis runter zum Bettler und zu den Alten. Ganz traurig natürlich bei den kleinen Kindern und so. Und der Maler steht als letzter, weil er natürlich alle malt. Und dann malt er gerade noch den letzten Pinselstrich an der letzten Figur und von hinten kommt der Tod und hält den Malstock, den er gerade an dem Pinsel hat. Und da haben wir eigentlich auch diese Tradition, die dann von anderen deutschen Malern wieder aufgegriffen wird, etwa bei Kubin. Der macht auch wieder einen Totentanz und malt sich selber als toter Maler in verschiedenen Varianten. Und dann liegt der Maler mal tot auf dem Boden und der Tod steht auf ihm und malt mit dem Pinsel das Bild zu Ende. Also der
Tod vollendet eigentlich das Werk. Und dieser Gedanke, der dahinter steht, ist eigentlich auch, dass der Tod eine Inspiration für den Künstler ist. Und das finden wir in der Romantik dann eigentlich auch wieder, wenn wir an diesen fiedelnden Tod denken, der ja hinter, das ist Böcklin, ne? Mhm, genau, der hinter Böcklin steht und ihm eigentlich nicht den Pinsel wegnimmt oder die Malerhand führt, sondern man sieht, wie Böcklin so ein bisschen zurückgeht und dem Tod lauscht, der nämlich ja fiedelt. Und das wie eine Inspiration. Und bei Korinth finden wir das zum Beispiel auch. Der hat, nachdem er, glaube ich, seinen Schlaganfall hatte, sich auch stärker mit dem Tod auseinandergesetzt. Und es gibt eine Darstellung, ich glaube, es ist eine Zeichnung, wo er da sitzt und der Tod führt ihm von hinten die Hand. Also wie eine Inspiration, dieses Bewusstsein, dass man sterblich ist, dass man sterben kann. Und dann kann man sich natürlich fragen, inwieweit man als Künstler dann selber den Tod unter Kontrolle bringt, der einen ja wie beim Totentanz oder wie bei Kubin in diesem neuen Totentanz ja überrascht und die Kontrolle übernimmt. Ob man dann nicht, wenn man selber als Künstler den Suizid wählt, diese Kontrolle auch wieder zurücknimmt. Wäre ja vielleicht auch ein Gedanke, der vielleicht damit drin steckt, bei allem, was Schriftsteller, Zeichner, Grafiker, Maler angeht. Es gibt von Korinth jedenfalls auch eine Darstellung, bei der er sich selbst da erhängt hat, also eine Darstellung von sich im Suizid. Also die Darstellung, dass Maler sich selber im Suizid darstellen, finden wir bei Arnulf Rainer, der sich auch als toter Maler dargestellt hat, oder bei einem ganz, ganz frühen Fotografen, Hippolyte Bayard, der sich ja auch tatsächlich selbst porträtiert hat als Toter. Und die Fotografie wird ja auch immer als dieses Medium dargestellt, dass er immer diesen Übergang macht. Also das fotografierte Subjekt ist ja eigentlich immer schon aus der Zeit rausgenommen und eigentlich wie tot und festgefroren in dieser Fotografie. Also das macht... Oder man vielleicht zu Bayard noch dazu sagen muss, dass das eine wütende Kritik war, weil er auf seinen Konkurrenten eifersüchtig war, nämlich auf Daguerre, der viel mehr Geld bekommen hat als er. Und deshalb steht auf der Rückseite der Fotografie auch drauf, dass sich Hippolyte Bayard jetzt gekränkt über diese Missachtung ertränkt habe und so weiter. Ja, also, ertrunken. Das ist, genau. So sehr. Das ist sehr schön. Interessantes. Ja. Also man kann es auch mit Humor nochmal wenden und mit Witz. Natürlich. Also das ist ja tatsächlich auch was. Genau. Das spielt auch bei den Totentänzen ja so eine ganz große Rolle. Die sind ja nicht nur deprimierend, sondern da gibt es auch ganz großen Triumph der Egalität. Wir alle sind sozusagen Opfer. Ja. Wir alle. Ja. Und das teilen wir miteinander. Und da lachen nicht nur die Toten. Ich bin ja nicht so ganz sicher, ob das der Tod ist oder nicht vielmehr die Toten. Weil das sind oft auch so Doubles. Also die haben dann Accessoires der Personen, die sie abholen. Sozusagen der Tote mit der Krone, der den König abholt. Ja. Oder mit dem Bischofsstab, der den Bischof holt und so. Aber die Grundbotschaft ist eigentlich die, und das war inspiriert natürlich durch die Erfahrungen von Seuchen, passt ganz gut in unsere Zeit, die Grundbotschaft war die, ganz egal wie reich du bist, ganz egal was du für eine großartige Position in der Gesellschaft einnimmst, vor dem Tod sind wir alle gleich. Alle gleich, genau. Oder Frau oder Mann oder Kind oder alt oder jung, das ist alles. Genau. Ja, das ist dieses Gleichgewicht glatt. Ja. Genau. Vielleicht ist das, dass die Dichter oder die Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder die Maler das im Kopf immer hinterkopf haben. Es ist kein Unterschied. Also wir sind auch Mensch und erst in erster Linie und dann die Reste, wir schaffen oder nicht. Mhm. Wer weiß, aber es ist auch sehr, 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 sehr spannend. Ich kann nur eine kleine Parenthese, ich habe der Tod, wie viele Künstlerinnen und Künstler, ist ein faszinierendes Thema. Also es gibt Sex oder Tod, so diese ganze, so zwei, drei große Richtungen, als sich zu entwickeln oder auszudrücken. Und dann bei dem Tod habe ich gedacht, ja, sehr viel schon, genau die Totentanz in der ganzen Kunstgeschichte oder die Vanitas oder so, sehr, sehr viel. Aber da habe ich geschaut, dass die Selbstmord thematisierende Malerei, nicht sehr viel, also Dürer hat das ein bisschen, man hat so alte Druckgrafik von ihm, aber das ist nicht so die erste Linie, also Altbild, das war so ein bisschen so auch verboten, also so zu ausdrücken. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Gedanke, den du da mit ansprichst, dass natürlich die Liberalisierung des Suizids, die in der Moderne passiert, dann auch in der Kunst ganz anders reflektiert werden kann.
vorher ist das schon ein riesiges Tabuthema. Also der Suizid, der Selbstmord ist einfach eine ganz schwere Sünde. Es gibt Theologen, die sagen, der Selbstmord ist schlimmer als der Mord, weil der Selbstmörder begeht eigentlich Doppelmord. Er bringt sozusagen nicht nur einen Körper um, sondern auch eine unsterbliche Seele. Während der schlichte Mörder, könnte man sagen, der tötet halt nur einen Körper, während eben die Seele seines Opfers eben dann doch in den Himmel kommt. Und genau. Und von daher war das tatsächlich ein riesiges Tabuthema, vor allem auch mit ganz realen Konsequenzen. Also man hat dann oft das Familienvermögen eingezogen, wenn sich jemand das Leben genommen hat. Deshalb sind so Genres wie der Abschiedsbrief eigentlich erst relativ spät entstanden, erst im 18. Jahrhundert. Weil vorher, abgesehen davon, dass die Alphabetisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist, aber vorher würde niemand einen Abschiedsbrief schreiben und sozusagen quasi noch beurkunden, dass er sich das Leben genommen hat, sondern eher hoffen, dass man es nicht bemerkt. Ne? Aber dann ist es natürlich für einen Künstler vielleicht auch doppelt interessant, sich selber als Toten in der Malerei zu präsentieren oder in der Fotografie, weil man tatsächlich als Künstler ja auch schon ein bisschen ausgestoßen ist außerhalb der Gesellschaft. Genau. Man steht ja tatsächlich außerhalb. Und wenn man dann als Toter sich selbst umgebracht hat, steht man auch außerhalb der Gemeinschaft der Toten, die im Bereich des Kirchhofs bestattet wird, in der Nähe der Heiligen oder in der Nähe der Kirche, sondern man kommt ja tatsächlich außerhalb auch aus diesem Friedhofsbereich, der den genau. ordentlich Gestorbenen vorbehalten ist. Also ist man quasi doppelt ausgestoßen, wenn man sich als Maler so darstellt im Bild. Genau, genau, genau. Das ist so immer diese Signifiant, Signifié, also so was hinter steckt, inhaltlich, aber da auch gibt es andere Sinne und da, wie man sich auch in bewusst oder unbewusst sich bewegt. Also es ist auch extrem wichtig, extrem wichtig. Ganz genau. Ich hatte mal mit einer anderen Kunsthistorikerin gesprochen, die mir dann gesagt hat, sie findet gar keine Bilder, wo Frauen sich selber als Tote inszenieren. Und dann habe ich auch mal ganz lange gesucht und mir fiel aber tatsächlich eine Position ein. Also offenbar ist es nicht so häufig, dass Künstlerinnen sich selber als Tote präsentieren, wie es vielleicht für einen Maler oder Fotografen offenbar leichter, ich weiß es nicht, aber vielleicht selbstverständlicher ist. Und Gina Pane zum Beispiel hat sich tatsächlich in einer Porträtfotografie mit Maden auf dem Gesicht gezeigt. Das Bild hat aber tatsächlich den Titel Death Control. Und das ist auch nicht uninteressant, weil sie hatten ja, oder du hattest ja gerade schon Marina Abramović angesprochen und die haben ja beide ähnlich extreme Performances gemacht und mit ihrem Körper ja unglaublich weit die Grenzen ausgetestet zwischen Tod und Leben in diesen Performances tatsächlich. Und wenn sie das dann Death Control ausgerechnet nennt, ist das eben auch dieser Punkt, dass man die Kontrolle über den Tod hat, den man eigentlich nicht kontrollieren kann. Also den Körper, den man nicht kontrollieren kann, ja. den Tod, den man eigentlich auch nicht kontrollieren kann. Und das ist dann eigentlich eine ganz interessante Wendung, weil es ist eben nicht die Frau, die so schwach ist, sondern sie hat die Death Control, also die Kontrolle über den Tod. Und das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Ermächtigungsgestus, den man vielleicht auch als Künstler versucht, nämlich tatsächlich diesen Tod, man kann ihn ja nicht wirklich besiegen, also wir fallen ihm alle anheim, aber die Malerei oder die Fotografie sagt ja, das hier ist ein unsterbliches Werk und indem ich male, mache ich ja was unsterblich von mir, auch wenn ich weiß, dass... Ich erinnere mich auch an die Arbeit von Anna Madietta. Die auch gehört so für mich auch eine wichtige Performatorin, Filmmacherin, also die hat sich selbst inszeniert und die kommt auch aus Südamerika, also die hat so auch Wurzeln mit dem, wo die Tod, also so sehr, sehr, sehr prägnant, also das ist nicht wie bei uns sehr schüchtern über dieses Thema. Und sie hat sich selbst inszeniert in eine Grabe und sie hat sich total mit Blut so und lag so einfach und man sieht das in Super 8, das war so in Martin Kropusbau in ihre in ihre Retrospektive, leider viel zu spät für eine große Künstlerin, die hat sich auch, man weiß nicht, da will ich auch wieder der Unfall oder Selbstmord committed in New York, kurz nach ihrer Hochzeit. Der Sturz aus dem Fenster, ein Rätsel bis heute. Ja. Aber das ist auch ganz interessant, weil sie macht ja gerade diese Silhouettes zum Beispiel auch. Also eigentlich Spuren ihres Körpers auf dem Boden aus unterschiedlichen Materialien, die eben tatsächlich so aussehen, als hätte da mal ein Körper gelegen oder als würde ein Körper quasi aus Pilzen erwachsen oder aus Blumen, aus Gräsern und der Körper an sich ist verschwunden, aber es bleibt noch eine Spur. Und dieses Wiedereingehen in den Boden oder mit der Natur wieder zusammenkommen, wäre ja vielleicht auch noch so ein Punkt, den sie dann tatsächlich thematisiert über ihren Körper, der verschwunden ist, aber noch als Spur anwesend ist, dann über diese Silhouetten in Lehm, in Gras, in Staub oder Rauch. Also das sind diese auch vergänglichen Materialien, die sie eigentlich wählt, die dann quasi wie in der Landart eigentlich verschwinden und auch nicht mehr als auf dem Foto dauerhaft sind. Also die ist dann tatsächlich verschwunden. Genau.
Oder das Verschwinden. Aber wie die Entscheidung, sich verschwunden zu lassen. Ja, sich also selber jetzt genau. wegzuzaubern genau. wäre. Ja. Mir fallen natürlich ja. noch zwei große österreichische Malerinnen ein, die bekannte Suizidbilder geschaffen haben. Das ist die Maria Lasnik, die von sich sozusagen ein eher so ein Aktbild direkt frontal den Betrachter. Mit den Pistole. Und du hast die Pistole andersrum. Die Pistole richtet sie auf den Betrachter, die andere auf den Kopf. Das wäre auch eine Bild von ihr. Ja. Genau. Oder Xenia Hausner hat das auch gemacht. Die hat auch ein Bild 2005 gemalt. Das heißt, Kopfschuss, da sieht man sie auch mit einer Pistole, die sich an den Kopf. Also es gibt schon Motive, wo das auch, natürlich bei Frida Kahlo auch. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Malerinnen auch, die dieses Thema und Autorinnen sowieso, die dieses Thema aufgegriffen haben. Aber es ist dann eigentlich immer ein bisschen schwierig. Also ich kenne tatsächlich eine Künstlerin und das ist ja relativ selten, diese Todesart für Frauen, dass sie sich selber erschießen. Also man geht ja davon aus, sie vergiften sich vielleicht eher, nehmen Schlaftabletten, ist ja so ein schöner männlicher Tod, sich mit der Pistole zu erschießen. Und es gibt tatsächlich eine Surrealistin, die sich erschossen hat. Und das ist zum Beispiel ganz interessant in der Rezeptionsgeschichte, weil dann der Selbstmord bei Künstlerinnen oder Frauen gerne so rezipiert wird, dass die so unglücklich war, dass sie sich eben umbringen musste. Und in dem Falle war es dann auch so, Yves Tanguy, es war die Ehefrau von Yves Tanguy, Kay Sage, der ist kurz vorher gestorben, sie hat dann seinen ganzen Nachlass verwaltet und hat dann auch immer noch Kunstwerke selber geschaffen. Und die Rezeption ist aber so, dass sie durch diesen Tod von Yves Tanguy immer unglücklicher wurde und es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat und sich das Leben genommen hat. Wenn man sich aber die Lebensgeschichte genau anguckt, dann sieht man, dass sie eigentlich körperlich immer gebrechlicher wurde und immer mehr Probleme hatte und ihr Augenlicht verlor. Das heißt, sie hat dann angefangen, nicht mehr so schön zu malen, wie sie es konnte, hat dann angefangen, Skulpturen zu machen, kleine Objekte zu machen. Als das nicht mehr ging, also als sie eigentlich ihren künstlerischen Lebenssinn verloren hat, da hat sie die Entscheidung getroffen, sich zu erschießen. Und nicht kurz nach dem Tod, nachdem sie dann vielleicht noch den Nachlass in Ordnung gebracht hat, weil sie so unglücklich war über den Verlust des Ehemannes. Mhm. Aber das ist dann oft die Rezeption bei Frauen. Bei Unika Zürn ist es ähnlich. Also Unika Zürn wird eigentlich in der ganzen Kunstgeschichte immer als die Scheiternde. Also sie war so schizophren, obwohl das damals nicht so diagnostiziert wurde, dass alles, was sie tat, eigentlich unweigerlich zu dem Selbstmord führen musste. Und es gab dann tatsächlich nur eine Literaturwissenschaftlerin, die das mal anders gelesen hat. Die Kunsthistorikerin ging eigentlich alle in diese Richtung, aber eine Literaturwissenschaftlerin hat das dann mal tatsächlich aufgedröselt, wie diese Lesart tendenziell bei Frauen, die Suizid begehen, immer auf diese psychischen, schwächlichen Momente reduziert wird, aber nicht tatsächlich zu sagen, okay, die Frau konnte nicht mehr künstlerisch arbeiten und das war ihr Lebenszweck und nicht irgendwie eine, was natürlich, aber ja, das ist wirklich sehr deprimierend oft, wenn man diese Lebensgeschichten dann so liest und bei Männern wird es eben oft anders rezipiert. Ja, das ist ganz wichtig daran zu erinnern, denn erstaunlicherweise gehört ja auch zum Thema Büro des Suizid, also wenn man sozusagen an die Statistik, an die bürokratische Verwaltung der Suizide denkt, dann stößt man immer wieder auf überall dort, wo die Zahlen eigentlich relativ rasch die Grenzen erreichen, fangen die Narrative an. Und es gibt so viele Gender-Narrative. Manchmal ist es auch komisch. Also eines der komischsten Beispiele habe ich in einem Text eines sehr angesehenen amerikanischen Suizidologen gefunden, der darüber spricht, an welchen Orten sich Menschen das Leben nehmen. Und nun ist es eben doch ein größerer Prozentsatz, den er dann genau beziffert, von Suizidenten, die das zu Hause, also in der eigenen Wohnung tun. Und dann kommt ein Zusatz, und für den gibt es keinen einzigen statistischen Beleg, wo er dann sagt, naja, Frauen wohl hauptsächlich im Schlaf- oder Badezimmer, Männer in der Garage oder im Hobbykeller. Und wo man dann sagt, okay, wo ist die Statistik? Woher nimmst du das jetzt? Mhm. Und das ist schon seltsam. Das sind so Gender-Narrative, ebenso wie das, dass es Frauen immer mit Gift machen oder dass Frauen sehr viel mehr gescheiterte Suizidversuche absolvieren, weil sie es eben mit schwachen Mitteln tun, während Männer in der Suizidstatistik immer dominieren, weil sie die härteren Varianten auswählen. Mhm. Und ja, was? Ja, danke. Das ist lieb. Dankeschön. Ich wollen Sie nicht ins kurzen Hüßen. Vielen Dank. Aber es ist eben tatsächlich auch oft so, dass diejenigen, die sich mal in den Werken als Ermordete dargestellt haben oder als Selbstmordopfer, wenn man es überhaupt als Opfer bezeichnen will, man hat ja die Death Control, also man selber hat ja die Gewalt zu sagen, ich beende mein Leben selbstbestimmt und ich lasse mich nicht überraschen.
Pierre Molinier beispielsweise hat sich auch in seinen Fotografien Sur mon lit de mort, also auf meinem Totenbett, dargestellt. Und er hat ja alles immer mit Selbstauslöser gemacht. Also er tötet sich quasi mit der Kamera selbst, weil ja jedes Foto schon so ein Übergang ist in den Tod. Also haben wir das als Moment. Und er hat sich tatsächlich auch an seinem Lebensende erschossen. Also dieser Moment, dass er das tatsächlich schon quasi vorinszeniert hat in seinen Fotografien, finden wir dann eigentlich später auch. Sehr nah von Bataille auch. Gibt also seine ganze Welt. So, das ist auch so, gehört dazu. Ich weiß es, wer bin ich, aber so dazu. Ja, also auch ein sehr freier Geist. Es ist auch amazing, terrible. Ja. Und er hatte zum Beispiel auch ein relativ morbides Verhältnis zum Tod für manche Betrachter, weil er ja tatsächlich seine eigene, sagen wir mal, Biografie, seine Narratologie damit anfängt, dass er als erste Foto, was er gemacht hat, was für ihn von Bedeutung war, auf dem Totenbett der eigenen Schwester, die vor ihm gestorben ist als Teenager, also in ihrem Totenkleid da lag, und er hat die Eltern gebeten, ihn als kleinen Bruder quasi mit der Kamera und der Toten alleine zu lassen. Und er beschreibt tatsächlich, wie er das Bild seiner toten Schwester gemacht hat und gleichzeitig einen Orgasmus hatte und auf ihr gekommen ist. Also diese morbide Vorstellung, die also wirklich auch sehr schwierig ist nachzuvollziehen für viele, das ist tatsächlich seine eigene Narratologie, die er dann auch noch mit in diese ganzen Fotografien, die er alle sehr, sehr stark bearbeitet, um seine eigenen, sagen wir mal, Welten zu erschaffen und auslebt, tatsächlich auch ausformuliert. Und damit beginnt er dann quasi auch diese Eigennarration, also mit diesem morbiden Todeserlebnis, gleichzeitig verbunden mit seiner künstlerischen, mit seinem künstlerischen Ausdruck, nämlich der Fotografie. Ja, es ist, also das bedeutet irgendwie, dass er sehr, sehr fokussiert diese Todmachen mit dem Medium des Fotografie. Ist es so, diese Medium sehr, so wie Roland Barthes, also diese Geschichte von la Chambre Claire. Also dann fehlt ein bisschen Gedanken über dieses Revelateur, also weil ich weiß es nicht, was ja, also ich sehe dich, dass du... Nee, also das ist die berühmte Stelle in La Chambre Claire, wo eben davon gesprochen wird, dass es eben eine innige Beziehung zwischen Fotografie und Tod gibt. Und das haben ja neben Roland Barthes auch eine Reihe anderer Autoren und Autorinnen. Ich denke da an Susan Sontag in ihrem Essay über Fotografie, wo sie auch sagt, fotografieren heißt sowas wie die Sterblichkeit inventarisieren. Mhm. Und das könnte man ja sagen, dass ja nochmal dem Büro nachgefragt, weil das wollte ich dich schon noch fragen, wie du zu dem Titel gekommen bist, weil man könnte natürlich das Büro des Suizid auch tatsächlich an gesellschaftliche Institutionen, mit gesellschaftlichen Institutionen assoziieren, die sich halt mit der Erfassung, mit der statistischen Erfassung, mit der demografischen Erfassung. Nicht zu tun mit Durkheim, das kann ich sofort bitte? Nicht zu tun mit Durkheim, diese ganze Soziologie. Nein, aber kommt aus einem Film. Die Solar Rent von Richard Fleischer. Ja. Und da, wo man sah in diesem Film, also das ist so gedreht in den 70er Jahren, wo man sieht, du erwähnt auch das Film, denke ich, in deinem Buch, wo ich das gut erinnere. Das ist so dieses, in den 70er Jahren waren natürlich die Jahre 2000, 2020 ganz, ganz weit weg. Und die Geschichte liegt, dass eine Atombombe hat die Welt total kaputt gebaut, und für die Nahrung, für die Rest von der Bevölkerung ist eine Firma, die macht so Keks, die grüne Keks, und die sind die beste. Und du hast auch die zweite Wahl, vielleicht die braunen Keks, so ein bisschen mittelmäßig. Und es gibt nur das, nur für diejenigen, die noch im Keller lebt, manchmal ein Stück Fleisch, aber das ist ganz, ganz schwer zu finden. Und ein von diesen Protagonisten von diesem Film will auch wissen, worum es geht. Und geht um diese Firma, von dieser Keks-Firma, und sieht, dass es geht eine Reihe von Menschen, nicht nur alt, die wollen Erlebnis, die letzte Moment, die Schönheit des anderen Welt. Genau wie heute etwa. Wer weiß, weil wir jetzt wie leben mit Maske rumherum. Und die haben, sie geben einen Selbstmord. Sie sind anverstanden zu sterben. Aber dagegen bekommt als Geschenk 10 Minuten Bilder und Musik von der alten Zeit. Vor dieser Bombe.
Und dann, es ist sehr, sehr gut inszeniert, man sieht so Schlange von Menschen, ein Büro, also die habe ich genannt für mich Büro des Suicides, dann bin ich wie Kafka. Und dann musst du Stempfli und so weiter, alles in Reihe, und dann bist du weiß angezogen, liegt an dem Bett, und es gibt so dieses ganze Kinorama mit schönen Wäldern, Schmetterling und so weiter und so fort. Und da ist es so ein Euthanasie sozusagen, also ein Schlachthof, oder wann man so will. Ja, und natürlich die Körper danach, die Leiche geht in diese Firma, um Keks zu machen. Also die Geschichte jetzt, das muss man nicht okay. So die ganze... aber das kam, dieses Idee der Büro des Suizid, weil es gibt so eine Möglichkeit, wer weiß. Zum Beispiel gibt es in Zürich diese Exit, ist auch eine Art von Büro, wo man sich auch, wenn Mitglied will, man darf Mitglied werden, aber man könnte benutzen dieses Exit-Büro, nur wenn man schwer, schwer krank ist und keine Chance mehr, ein schönes Leben zu haben. Und dann darf man sich ein Tablett nehmen und dann ganz ruhig. So, also es gibt so Wege, aber das ist nicht in Spital oder Klinikum, sondern so ein echtes Büro, also in einer Wohnung in Zürich zum Beispiel. Aber das ist nicht mehr in Kunst, also obwohl Kunst hat mich so erweitert, diese Idee, dieses Büro zu öffnen. Voilà. Für die Antworten dann. Nee, das ist wichtig. Ja, das ist so. Man auch staunt, in wie vielen Publikationen. Dürkheim ist dann noch gar nicht so verdächtig, aber danach in den sozialwissenschaftlichen, psychologischen Publikationen zu dem Thema immer wieder mit Statistik und Zahlen auch überschwemmt wird. Das ist auch so, wenn man so will, ein bisschen eine Schutzmauer für die Wissenschaftler selbst, nicht zu sehr in die Mikrostudien der einzelnen Geschichten hineinzugehen, sondern anhand Zahlen zu präsentieren. Die natürlich eindrucksvoll hoch sind immer wieder. Ja, und ich wollte vielleicht bis die letzte kurze Teil des Büros heute ein bisschen über Arthur Krawen und Bastian Hader sprechen, weil da war so, es auch eine Art von große Künstler beide, also der Box und Arthur Krawen ist schon eine besondere Personage durch seine, also Kunst, Lebenskunst. Also jemanden auch aus Paris angefangen, die kleine Hefte so, und dann nach Barcelona, ist alles so, vielleicht auch diese Geschichte, wer weiß heute, was passiert, aber alles auch, wie die viele Künstlerinnen und Künstler, die man heute genannt war, die haben durch auch die Zweite Weltkrieg oder Erste Weltkrieg durch, und die haben sich auch mit vielen Geopolitikproblemen miteinander gehabt. Bei uns, ich spreche auch künstlerische Seite, bis jetzt, schönerweise, ein Leben ohne Geschichte, nichts zu sagen. Nur, mein Gender, ich bin eine Frau, würde gerne ein Mann werden oder so, oder was wie immer. Also, ich meine, und damals, ich meine, ist nicht besser, das war eine Katastrophe, aber da miteinander zu setzen mit dem Thema Tod, die Tod war vor der Tür. Bei uns, wir sind jetzt sehr sicher und jetzt auch nicht mehr, weil 11. September, weil Toni Negri auch spricht über diese Selbstmordkollektiv auch, also das ist so, wir öffnen, aber die Büro ist nur weiter geöffnet, ne? Wir werden darüber auch, es gibt sehr, sehr viele Themen noch weiter zu forschen, aber der Geschichte ist jetzt, wenn man spricht heute von Arthur Krawen oder Bastian Ader, dann ein bisschen später aus Niederland auch verschwunden mit seinem Schiff. Er wollte nach New York für eine Ausstellung eröffnen. Und er hat es nicht mehr, also bon, ich bin keine Detektive, sondern tatsächlich ist er ein Unfall gewesen, wollte er tatsächlich nicht mehr erreichen zu sein, was wie immer. Es gibt sehr viele Spekulationen. Aber trotzdem ist es so schön, muss ich ehrlich sagen. Es ist schön. So ein romantischer Tod. Ja. Ne? Also man segelt auf das Meer und verschwindet auf dem Meer. Das ist ja das
romantische Motiv schlechthin, das Sehnsuchtsmotiv, also das Meer. Und die Romantiker hatten ja tatsächlich nicht unbedingt die Vorstellung, sich auszulöschen, sondern eigentlich ja diesen transzendenten Begriff eigentlich im Jenseits eigentlich wieder eins zu werden. Also wenn wir an den Pantheismus zum Beispiel denken, also dass wir die Allgottheit in der Natur haben und dann aufzugehen wieder in der Natur, im Göttlichen. Also das ist ja ein sehr romantischer Gedanke. Und das verbindet sich dann mit diesem jungen Mann, der ja offenbar auch sehr emotionale Werke geschaffen hat. Also dieses I'm too sad to tell you, also ich bin zu traurig, als ich es dir sagen kann, hat er in mehreren Variationen gemacht, als Postkarte an seine Freunde geschickt oder auch als Film, wo er eigentlich stumm weint, also unglaublich tragisch weint und wir wissen nicht warum. I'm too sad to tell you, also ich bin ja auch zu traurig, als dass ich es dir sagen könnte. Also offenbar ist die Trauer so groß, dass ich es nicht ausdrücken kann. Und wenn jemand so eine Arbeit macht und die dann auch als Postkarte an Freunde verschickt und Sie müssen sich vorstellen, Sie kriegen plötzlich eine Postkarte von Ihrem besten Freund und da steht drauf, ich bin zu traurig, um es dir sagen zu können. Und auf der Rückseite sehen Sie sein weinendes Porträt. Sie machen sich ja sofort Sorgen und also diese ganze Emotionalität, die da drin steckt und das dann noch mit diesem Tod, der auf diesem Meer passiert und keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Also war er wirklich so eine unglückliche Person oder ist wirklich ein Unglück auf dem Meer passiert und er hat sich übernommen? Also ein großes Rätsel und man weiß es nicht. Das ist auch schön. Ja, ja natürlich. Und das ist natürlich dann für so eine Künstler. Das muss man auch dazu sagen. Also wir sind ja nicht die Romantiker heute, sondern wir blicken ja auch mit einem skeptischen Auge, wie du vorhin, auf die Romantik und können ja immer sagen, die Vorstellung vom schönen Tod ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen eine seltsame Vorstellung. Aber das wäre ja auch die Sache für uns Verbliebene, die wir denken, oh, was für ein romantischer Tod, das ist der Segel. Also für uns Hinterbliebene oder Verbliebene ist es ja eine andere Vorstellung als tatsächlich derjenige, der stirbt. Weil derjenige, der stirbt, kann uns das gar nicht mitteilen. Der ist ja tatsächlich tot. Und diese Erfahrung über den Tod kriegen wir immer nur vermittelt. Also wir sind immer nur Zuschauer vom Tod eines anderen, weil unseren eigenen Tod, darüber können wir nichts mehr sagen, weil wir dann tot sind. Also das ist ja vielleicht auch was, warum die Kunst sich so sehr damit auseinandersetzt, weil die Kunst versucht ja zu vermitteln zwischen dem, was wir nicht mitteilen können oder was wir auch nicht darstellen können. Deswegen auch diese ganzen abundanten Verbildlichungen im Mittelalter. Also wofür haben wir diese ganzen Skelette und Tote? Weil es den Tod personifiziert, aber wir können ihn nicht darstellen. Ja, da würde ich ja gerne streiten an dem Punkt. Ich glaube nicht, dass die im Totentanz den Tod personifizieren. Im Totentanz nicht. Das sind nicht mehr Allegorien, das sind einfach Tote. Und, ja, in dem Fall und schon. Und durch die Accessoires bin ich immer auf die Idee gekommen, dass die uns eigentlich die Botschaft übermitteln, als wären sie schon die künftigen Gestalten derer, die abgeholt werden. Aber das wäre. Das gibt es tatsächlich als Inschrift auf Grabsteinen seit der Antike. Also dieser Hinweis darauf, ich war mal wie du wirst sein wie ich. Genau, das ist die Begegnung der drei Lebenden mit den drei Toten, ne? Genau. Ja, ja, unter anderem. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von so, auch von schlichteren Sprüchen, in denen was zum Ausdruck kommt. Und das finde ich sehr interessant, weil es diese Spaltung, von der wir zu Beginn unseres Gesprächs mal kurz gesprochen haben, auch wieder aufwirft. Und der Tod als Allegorie ist eigentlich immer langweilig. Interessant sind die Toten. Ja, sicher. Oder das macht dann auch den Skandal aus, wenn die Toten plötzlich zum Vorbild werden für die Malerei, weil die ganzen Christusdarstellungen, wo man weiß, dass die Maler wirklich in die Leichenhäuser gegangen sind, um den toten Leichnam von Jesu so realistisch wie möglich oder naturalistisch, müsste man ja sagen, mimetisch darzustellen, das sind dann die großen Skandalbilder, weil sie natürlich jemanden wie Jesus, selbst wenn er tot ist, nicht als realen Toten zeigen können, sondern sie müssen ihn als Künstler immer idealisieren und man darf diesen Tod und diesen Verfall einfach nicht zeigen. Ja, also es gibt so trotzdem der Maler, der die Altdorfer, den Saurus ziemlich auch manchmal der Christus nicht so schön und die Retravendite in Alsass. Oh, ich mache so einen Fehler, das wäre ja auch nicht so weit, ich muss meine Notizen. So, aber wo der Christus so total so voll mit Hässlichkeit und die Menschen sind voll mit Lepre und so. Ja. Aber ich würde dann als Malerin so sagen, dass das Tod, es ist nichts, was man sieht, oder sondern wenn ein Bild fertig ist. Für mich das Bild ist tot, ist nicht mehr da. Aber da, aber so, Tätigkeit ist dann das Leben, wenn ich male. Deswegen persönlich mache ich manchmal ein Bild für 5, 7 Jahre ein Bild.
Und ich könnte nie fertig, es geht nicht, das geht, weil ich will nicht sterben. Also nicht ich, aber sondern der Bilder, weil es ist so die Beziehung. Aber weil, wie gesagt, wir sind nicht mehr als Aufgabe, wie damals in der Zeit, wo in der Kirche oder die Prinz hat den Auftrag gegeben, so und so, und wir müssen dann so und so viele Quadratmeter malen und so weiter und so fort. Das ist jetzt total anderes geworden. Ob das gut oder schlecht, das weiß ich nicht, aber tot. Aber das Verhältnis zwischen dem Tod im Bild oder dass du gerade sagst, das Bild soll nicht sterben oder es soll nicht fertig werden, um tot zu sein, ist ja im Prinzip wie bei Edgar Allan Poe, das ovale Porträt. Ne? Also er malt das Porträt der jungen, schönen Frau und während er immer mehr Lebendigkeit in das Bild bringt, stirbt die junge Frau, die er malt, und er bemerkt es nicht. Also die ganze Lebendigkeit vom lebenden Objekt geht in das Bild, das so lebendig ist, dass es wie echt erscheint. Also da kehrt er dieses Verhältnis eigentlich nochmal um und er sagt, es gibt eigentlich nichts Poetischeres als den Tod einer schönen Frau. Das hat Edgar Allan Poe auch mal gesagt. Also das ist zum Beispiel auch so ein Gedanke, der dahinter steht, wobei das eben tatsächlich nicht das große Gegenbild zum Tod ist, das sterbende Kind zum Beispiel, sondern eben gerade die junge, fruchtbare Frau, weil die ja das Leben weiter transportiert. Also ist sie auch das größte Gegenbild zum Tod, der ja das Leben beendet. Ne? Also deswegen auch in den Totentänzen immer diese Gegenüberstellung beispielsweise. Aber ohne Bild auch jemanden, der großartige Künstler für mich, wenn diese Idee von sich selbst so inszeniert und die Ende zu, bis die Ende des Todes, es ist Ungavara, diese ganze, die ganze Bilder, die fangen sehr dunkel an und nur mit Nummer und die ganze Leben lang ein Foto jeden Tag von seinem Gesicht bis die Helligkeit und dann Bild nach eine andere und so weiter. Großartig. Mhm. Aber das so ein Bewusstsein, das Kunstleben kommt, das schon am Anfang an bewusst, das ist sein ganzes Leben, ist so planiert. Es ist extrem, extrem ein Konzept, fantastisch stark. Ja. Voilà. Ich bedanke mich herzlich für diese erste Bürositzung. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Also, und ich hoffe, dass alles technisch gut geklappt hat. Und wir öffnen dann nächstes Mal irgendwann. Irgendwo. Ja. Genau. So. Vielen Dank. Vielen Dank.